Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Im letzten Part haben wir das Geheimnis der Pergamente gelüftet und die haben uns genau hierher verwiesen, auf Schloss Mühlenhof. So, ich will zuerst mal Nestor helfen. Nestor! So, Nestor, du willst aber nicht... Du willst kämpfen? Nestor will kämpfen? Gut, dann prügel ich dich eben wild und weich. Wenn du das so willst, Nestor. Na, wer traut sich hoch? Wer traut sich in den Ring? Ding, 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 ding. Bom, bom. Wer traut sich noch in den Ring? Keiner mehr? Oh, schade. Hüppasa. Oh, hi. So, dann brauche ich so. Dich will ich dann mal kurz haben. Ich habe da nämlich was gesehen. So. Und bums. Sie sollten das hier anziehen, bevor Sie mit den Schurken plaudern. Das verstärkt sicher meine Argumente. Ach so. Ach so. Damit kommt die jetzt daher. Ach so. Scheiße. Ich hab gemeint, das ist ein Gegner. Ja, es hat auch so ganz gut geklappt, würde ich jetzt mal... Wow, 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 wow. Ich glaube, ich gehe da doch mal lieber rein. Round one, fight! Ja, dann hat sich das ja wohl mal erledigt. Ich geh da mal raus. Und hier hoch. Gut, ist hier noch was? Ist nichts? Okay. Gut, dann gehen wir. Dann gehen wir da mal weiter. Schade, dass wir Nestor zusammenschlagen mussten. Okay. Wow, ist ein Gegner. Na, wer traut sich? Round one, fight! Und chill! Zack! Und dann kriegst du noch den. Gut. Will sonst noch jemand was oder hat sich jetzt alles geklärt? Passt? Okay. Klitschko wäre stolz auf mich. Kapitän, schneller! Ja, jetzt komm mal, du alter Sack. So, schnell hoch da, da durch. Warum nicht? Hallo! Waren Sie schon einmal hier? Ja. Es ist noch gar nicht so lange her. Gehen wir! Ist ja schon gut. Ups, Entschuldigung. Mein Fehler. Sind Sie bereit? Nö. Sehen Sie, da. Was ist denn das? Das sieht nach Gold aus. Und was machen wir jetzt damit? Ich habe eine Idee. Zurück in den Marinesalon. Okay. Tim hat eine Idee. Das muss aber was heißen. Für wen waren die Einhörner? Für Adoks drei Söhne. Sein Vermächtnis sozusagen. Na, mal schauen, was Tim für eine Idee hat. Passt zusammen? Mal sehen. Oh, wir müssen es selbst puzzeln. Das ist schön. Sowas mag ich. Ich kann es zwar nicht gut, aber sowas mag ich. Und... voilà. Ja, nicht so schnell, bitte. Ah, das sieht doch dann auch aus, als ob das hier reinpassen könnte. Da, schau. So. Ja, drehen wir mal ein bisschen. Nee. Ja, so passt. Nummer 3. Bringen wir die Kreise in eine Reihe. So. Na. Hä? So. Ja, aber ich will doch den unteren Kreis packen, aber es geht irgendwie nicht.
Ja! Excellent. Okay, es passt. Gut, passt. Stimmt schon. Oh, es bewegt sich. Heureka! Glückwunsch, Herr Doc. Du hast uns die ganze Arbeit abgenommen. Schafft mir diese Eindringlinge sofort vom Hals! Ein für alle Mal! Mir egal wie! Bravo! Na, 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 na! Was? Dir egal wie? Tut mir leid! Tut mir leid, Nestor! Hi, Struppi! Los, los, los! So. So hören Sie doch auf! Kommen Sie zurück! Okay. So, jetzt warten wir. Jetzt warten wir. Hilfe, Kapitän! Und tschüss. So, weg da. Hey, Nestor. Tut mir leid. Hilfe, Kapitän! So. Sie war hier! Geben Sie auf! Und tschüss! Ja, ja, so schnell kann's gehen. Dann wieder hier unten lang. Machen wir es dahin. Du machst die Sache für dich nur schlimmer. So. Wunderbar, der eine klettert runter. Und tschüss. Und du auch. Tschüss. Ja, da kommen ja noch mehr. Sag schon mal. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Kommen ja immer mehr. So, und tschüss. Ja, sag mal. Wie kommt der hierher? Aua. Und tschüss. Kapitän. Haha, das hast du gedacht, gell? Hi. Tschüss. Okay. Ja, Wahnsinn. Wie viele kommen denn da noch? Hi. Mein Gott, wie viele kommen denn da noch? Das ist ja Wahnsinn. Was ist jetzt? Ja, what the fuck? Weg da, weg da, weg da! So. Huhu. Schön. Und tschüss. So. Hüppasa. Ach, ist hier fix. Meine Herren, ergeben Sie sich. So. Sie befinden sich auf Privatbesitz. Tu mit dir mal weg. Genug Verstecke. So, und tschüss. So, bist du jetzt auch weg? Was ist jetzt endlich? Ja, das war's jetzt endlich. Kapitän, alles in Ordnung? Alles okay. Vielen Dank, Tim. Herr Doc!
Oh, nicht du schon wieder. Zurück, Junge. Es ist an mir, diese alte Geschichte aus der Welt zu schaffen. Der dreht durch. Knie vor deinem Kapitän. Er ist ja dran, Schädel. Okay. Na, komm her, Alan. Zack und zack. So, der ist jetzt endgültig down. Wahnsinn, was eine Nervensäge. Der müsste jetzt endgültig down sein. Hey, ich steuere Haddock, sehe ich gerade. Und zwar immer noch. Hey, cool. Okay. Wir können nur hier entlang. Und dann laufen wir halt da den Weg entlang. Wenn wir nur die Möglichkeit haben. Oh. Da ist er. Rackhams Schatz. Ja, wirklich. Da, da. Tausend heulende Höllenschätze von Rackham dem Roten. Wir haben ihn. Wundervoll. Smaragde, Rubine und jede Menge Dings da. Einfach herrlich. Und da ist noch etwas. Was ist das denn? Eine Schenkungsurkunde? Oh, gezeichnet. Vom König. Wir, Ludwig von Gottes Gnaden, sind willens und geneigt, unserem teuren und geliebten Franz, Ritter von Adock, in Anerkennung seiner großen Verdienste gebührend zu entlohnen. Seiner großen Verdienste. Daher belehnen wir ihn und seine Nachkommen mit Gut und Schloss Mühlenhof. Was heißt das? All das gehört mir? Was war das? Sehen wir nach. Nicht nochmal Alan, jetzt. Ach so, gut. Sie, bleiben Sie stehen. Sie sind verhaftet. Ich würde sogar sagen, bleiben Sie haften, so wahr wir hier stehen. Wer sind Sie? Gestatten Schulze. Und Schulze. Wir sind Polizeibeamte. Meine Herren, ich bitte Sie. Ihm gehört dieses Schloss. Finger weg, Einfallspinsel. Nanu, ist das nicht unser junger Freund Tim? Ich würde sogar sagen, Tim, der junge Reporter. Was machen Sie denn hier? Wir wurden angerufen. Es war von Schüssen und Krawall die Rede. Ich möchte sogar sagen, von Küssen und einem Ball. Der Kapitän wohnt hier. Er ist ein tapferer, aufrechter Mann, auf den man sich verlassen kann. Danke. Na gut, wir nehmen Sie alle mit. Dann sehen wir weiter. Habe ich noch Wasser in den Ohren? Oder sagten Sie, ein Mann, auf den man sich verlassen kann? Ich würde sogar sagen, ja, Kapitän, ein Freund. Hey, eine Trophäe bekommen und... Okay. Das ist wohl das Ende. Was zum Geier? Was zum Geier ist das gerade für eine Musik? Da muss ich jetzt gleich mal lauter machen. Was zum Geier? Was zum Geier? Naja, ja, das scheint wohl schon das Spiel gewesen zu sein. Schade. Leider ein sehr, sehr kurzes Spiel. Ihr müsst bedenken, ich habe das Spiel heute erst bekommen und habe das komplette Spiel an einem Tag durchgespielt. Und komplett aufgenommen. Und das sind vielleicht 14 Parts oder sowas geworden. Es ist ein kurzes Spiel. Schade.
Also ein sehr kurzes Spiel. Aber... Ja, kommen wir mal zur Story. Ich will schon beinahe mal sagen, dass es eine komplett neue Story ist. Die nur noch bruchteilmäßig was mit dem Film zu tun hat. Also als Spiel zum Film, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann. Das hat wirklich nur noch bruchteilmäßig was davon zu tun. Das Einzige, was wo es was mit dem Film zu tun hat, ist eben, dass es um die Einhorn geht. Und dass man 3 Pergamente braucht, um den Schatz zu finden. Das ist alles, was gleich ist. Der Rest ist komplett wirr neu dazu erfunden worden, beinahe schon. Das ist ja Wahnsinn. Da sind so viele Sachen dabei, die gar nicht waren. So viele Reaktionen, die gar nicht waren. Ich meine, okay, es ist immer so, dass ein Spiel zum Film oft ein bisschen was Neues hat, weil es sich halt auch absetzen muss soll vom Film, damit man sich zum Film eben auch noch das Spiel kauft. Ist halt so. Aber so dermaßen krass habe ich es auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Aber okay, hat sich halt sehr stark vom Film abgehoben, würde ich jetzt mal sagen. Die Steuerung war sehr gut, muss ich sagen. Die war ja wow. Bis auf dieses komische Teil da, was im Wasser war. Dieses komische Chat-Teil da. Ich fand, da war die Steuerung ein bisschen komisch. Bisschen schwammig. Aber sonst muss ich wirklich sagen, das Spiel hat echt eine ziemlich gute Steuerung. Also die Steuerung ist sehr gut. Die ist, es geht sehr, sehr leicht von der Hand. Und ist auch, ehrlich gesagt, relativ unerwartet genau. Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich habe jetzt eher über das ganze Spiel mit einer relativ schwammigen Steuerung gerechnet. Aber wow, die Steuerung ging gut von der Hand und war sehr leicht zu lernen. Die habe ich schnell drin gehabt. Und die war auch sehr genau, muss ich sagen. Bis auf eben das eine Teil da im Wasser, ja. Aber sonst sehr genau. Kann man wirklich nicht meckern. Das Spiel an sich... Es ist ein schönes Spiel. Es ist ein schönes Spiel, es hat mir Spaß gemacht. Muss ich sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einfach weil einfach auch ein paar schöne Anmerkungen dabei waren. Über das, über Tim und Struppi halt. Zum Beispiel die Flüche von Haddock. Hätte man ein bisschen besser rüberbringen können, weil meiner Meinung nach die Sprachausgabe von Haddock nicht aggressiv genug war. Die Stimme an sich hat zwar gepasst, aber die Stimmlage nicht. Ich finde, Haddock braucht einfach eine aggressivere Stimme. Und das hat einfach nicht gepasst. Die Flüche von ihm, ja, die Stimme hat dafür gepasst, aber ich finde, die wurden einfach nicht aggressiv genug rübergebracht, die Flüche. Der hat die in derselben Stimmlage rübergebracht, wie wenn er irgendwie sagt, hey, aufpassen, Tim, oder hallo, Tim, wie geht's dir? In derselben Stimmlage, was ich sehr traurig finde. Der Abspann hier ist gerade relativ für den Arsch, sage ich jetzt einmal. Ja, toll, wir fliegen durch einen Wolkenhimmel. Da hätte es ehrlich gesagt besser gepasst, wenn sie einzelne Szenen des Spiels nochmal gebracht hätten. Oder wenn sie Schloss Mühlenhof zum Beispiel aus einer anderen Perspektive bringen würden. Um sowas halt. Und eine andere Musik bringen würden. Diese klassische Musik von Tim und Struppi. Oder auch die das Zeichentrick-Intro, die Musik da. Das da zum Beispiel, wer es erkennt. Das würde da meiner Meinung nach ziemlich gut passen zum Beispiel. Irgend sowas halt, aber nein, das Ende, nein, passt nicht. Ja, das Spiel, wie gesagt, das hat Spaß gemacht, aber es hat, ich weiß nicht, ich finde, es hat zu wenig Abwechslung. Das Spiel hat leider zu wenig Abwechslung drin, weil es gibt nicht gerade, es gibt zwar verschiedene Locations, ja, aber, naja, es ist bei jeder Location immer genau das Gleiche. Du rennst durch irgendeine Kanalisation oder durch irgendeinen Untergrund oder kletterst an irgendwelchen Mauern entlang, springst über irgendwelche
Abgründe drüber und kletterst an irgendwelchen Teilen hoch. Das ist eigentlich überall das Gleiche und kämpfst halt da die ganze Zeit gegen Gegner. Das Kampfsystem war übrigens sehr gut, muss ich sagen. Das war ziemlich cool. Das konnte man sogar ein bisschen überlegen. Man konnte zwar auch einfach blindlings reinstürmen und hat's auch so überlebt, was ich oft genug gemacht habe. Das ist Standard halt, ich halt. Aber man konnte auch taktisch vorgehen, was ich schön fand. Ja. Okay, wir können jetzt noch zurück. Bravo, du hast das Abenteuermodus abgeschlossen. Setzt das Spiel alleine oder mit einem Freund im Teammodus fort? Okay. Geht's jetzt noch weiter? Anscheinend geht's jetzt noch weiter. Das war anscheinend gar nicht das Ende, okay? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an einem Ort wie diesem vor Anker gehen würde. Das Schloss ist wundervoll. Die Herren Polizisten wünschen den gnädigen Herrn zu sprechen. Und ich habe sogar einen Butler. Er bleibt? Nestor? Natürlich. Ich habe volles Vertrauen. Er ist Mühlenhof verbunden, nicht seinen Besitzern. Ah, die Schulzes. Guten Tag, Kapitän. Guten Tag, Tim. Was gibt's? Nun, Ben Salad wurde in Bagard im Arm des Gesetzes übergeben und steht bald vor Gericht. Hm. Und was Alan betrifft, er ist hinter Schloss und Riegel. Ach, der lebt noch? Ich würde sagen, er ist unter Ross und Striegel. Das Recht hat gesiegt. Nanu, was ist das? Ich stecke hier fest. Was für Hachi-Brachis die beiden. Geh aus dem Weg. Du bist im Weg. Au! Kapitän! Alter Tollpatsch! Wieso ich? Kapitän! Aufwachen! Ich bin's, Tim! Was zum Geier? Betritt die verschiedenen Zimmer des Schlosses, um die Träume des Kapitäns zu erkunden. Was zum Geier geht hier jetzt eigentlich gerade ab? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, das erfahren wir im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play. Tim und Struppi. Das Geheimnis der Einhorn für heute. Anscheinend geht das Spiel doch noch weiter. Oder ist es jetzt so eine Art Sidequest-Nebenspiel? Keine Ahnung. Aber da das Spiel relativ kurz ist, kann man das ja auch noch machen. Also, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.